Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus. Wo sind wir hier stehen geblieben? Ja, wir haben das letzte Spiel 3:1 gewonnen gegen Mukambi. Sind jetzt aktuell Tabellendritter hier in der Tabelle. Sehen wir es auch gerade nochmal. Genau. Und heute spielen wir gegen Scunthorpe United. Die sind aktuell Tabellenzweiter. Also, Spitzenspiel. Und trifft sich gut, wir sind nämlich in einer guten Verfassung gerade. Ich hier gerade nochmal. Naja, gut, aktuell sieht die Verfassung der Mannschaft noch nicht ganz so gut aus, weil es jetzt gerade noch nach dem letzten Spiel ist. Deswegen. Nein, nicht beenden. Wie oft drücke ich hier falsch? Wir machen jetzt einfach mal schnell weiter und gehen direkt mal in die Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel. So. Und. Jawohl, Pressekonferenz, Posteingang, Pressekonferenz teilnehmen. Jo, und ich könnte natürlich jetzt mal eine Mannschaft loben. Aber wenn ich die jetzt zu früh lobe vor diesem Spitzenspiel, dann schläft da vielleicht was ein. Nein, ich will sie nur, was wir ja schon die letzten paar Male immer gemacht haben, wir werden sie mal weiterhin motivieren und die Spannung aufrechterhalten. Weil die letzten Spiele haben wir jetzt alle gewonnen, aber das soll jetzt kein Schlendrian hier Einzug halten. Es bleibt spannend. Wir müssen nämlich schauen, dass wir unseren Tabellenplatz hier festigen. Aktuell sind wir Dritter. Sollte doch eigentlich klappen. So, okay, jetzt sind wir schon an dem Spieltag, wo wir hinwollen. Jetzt schauen wir hier gerade nochmal die Mannschaftsausstellung rein, aber ich glaube, da werde ich nichts ändern. Ingham im Tor ist klar, Oyebanyo, der Verteidiger, Smith, McGurk und Taft. In der Verteidigung, ja, Taft ist so linker Verteidiger. Aber mit dem bin ich eigentlich relativ zufrieden da außen. Montrose in der Defensive, Mittelfeld, Puri, Parslow, Platt. Soll ich mal Platt vielleicht ein kleines Päuschen. Könnte ich vielleicht mal machen und Platt gegen Coulson austauschen oder Clay? Moment, ich muss hier drüben gerade mal die Werte vergleichen. Clay ist relativ gleich. Der ist nur weniger reaktionsschnell und nicht ganz so stark. Nur wirklich in der Balance besser. Und Coulson. Ich könnte Coulson am. Naja, aber der ist ja wieder recht. Wow. Okay, schlussendlich bleibt alles so, wie es ist. Fletcher im Sturm habe ich hier noch. Fletcher und Creswell. Na, Creswell sitzt auf der Bank. Milbank, den wir hier gekauft hatten zu Anfang der Saison, ist jetzt doch erstmal nur Reserve. Kann man jetzt gerade nichts machen. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also die Aufstellung aus dem letzten Spiel, jetzt auch im Spiel gegen den Mitkonkurrenten hier am Tabellen. An der Tabellenspitze. Mehr gibt es auch gerade gar nicht zu machen. Springen wir direkt rein in die Partie. Wir spielen hier in Rot und Scunthorpe in. Ja, in Orange wie die Müllerpur. Hinein in die Partie. Spitzenspiel zu Hause. Wollen wir mal schauen, was der Tag heute bringt. Das Publikum ist wieder zahlreich angetreten. Ins Stadion gekommen. Wir haben aktuell 16 Punkte aus 7 Spielen. Ja, ist okay. Ist besser als erwartet. Wir sind ja relativ schwierig in die Saison gestartet. Aus den ganzen Pokalwettbewerben rausgeflogen. Aber in der Liga haben wir uns Gott sei Dank so ein bisschen etabliert. Und bis auf ein paar Ausnahmespiele, die nur unentschieden ausgegangen sind, haben wir die Sache hier ganz gut gemeistert bislang. Bleibt also mal abzuwarten, wie wir heute gegen einen starken Konkurrenten aufspielen können. Also heute gibt es mal so einen kleinen Gradmesser. Aber mal schauen. Parslow, ja, mal erstmal konzentriert hinten rum. Wir haben ein bisschen Ballbesitz hier ins Spiel kommen. Schicken wir hier mal Puri. Oh.
Chambers. Schade, jetzt wollte ich mir hier irgendwie durchwurschteln. Na, war ein bisschen zu tricky jetzt wieder gespielt hier. Mal gespannt, wie gut Scunthorpe hier auftritt. Den ersten Angriff jetzt erstmal abgewehrt. Parslow, Puri. Auf außen über Platt. Platt kann gehen, aber die Flanke nicht bringen. Was war denn das jetzt hier wieder hier? Oyebanyu, gut gemacht hier. Okay, mal noch ein bisschen Abtastphase hier. Schade, er hat er gut gedacht hier. Ich glaube, das war Dagfu. Von dem erwarte ich mir heute wieder ein bisschen was. Heute darf er nochmal zeigen, dass er ein guter ist. Wie er mich hier einfach austanzt, gell? Deine Auslinie. Chambers, der immer mal so für einen schnellen Schritt gut ist. Ich glaube, aktuell mit der schnellste in meinem Team. Und Dagfu kann schießen, ne? Oh Mann, den kann er nicht aufs Tor bringen. Da hat der Tormann aufgepasst. Ja, gute Chance war das jetzt gerade. Ich glaube, er hat zu Hause noch kein Tor gemacht, oder, Dagfu? Ja, Oyebanyu schläft hier, aber kann die Kugel holen. Ja, den Ball erstmal schön hingelegt, den Gegner. So, jetzt wen haben wir hier? Parslow. Wie schnell ist der? Die Frage ist, wo ist Dagfu? Ah, gibt ihm mal einen Foul, Freistoß für mich. In guter Position, da hat er mich ein bisschen gehalten, dafür kriegt er gelb. Ja, da hat Parslow sich auf außen erstmal festgesetzt. Und wurde hier gehalten und gestoßen und geklammert und ja. Das Unschuldslamm Merham, oder wie er heißt. Ja, beschwert er sich ein bisschen. Okay, jetzt kann hier Chambers mal eine Flanke bringen. Mal schauen, ob jemand da ist, der was mit der Flanke anfangen kann. Nee. So. Herrlich. Ungefährliche Situation gerade. So. Dagfu. Ey, das setzt sich durch. Und nein, an den Pfosten geköpft hier. Boah, riesen Chance gerade hier. Dagfu, der sich da gut durchsetzen kann. Und wer war denn das jetzt hier in der Mitte, der den Ball nicht aufs Tor bekommt? Jetzt ist mal langsam. Chancen haben wir jetzt genug gehabt. Jetzt wollen wir nicht so viele Sachen hier liegen lassen, Jungs. Das kann sich nämlich nur rächen. Ist alles schon passiert. Wenn du die Tore nicht machst, der Gegner lässt sich da nicht zweimal bitten. 30 Minuten gespielt jetzt und wir hatten schon gute Chancen, haben es aber noch nicht geschafft, hier heute ein Tor zu erzielen. Jetzt wird's mal Zeit. Wäre schön, wenn vor der Pause noch was passiert. Dann bleibt es auf jeden Fall weiterhin spannend, auch für die zweite Halbzeit. Okay, holen wir den Ball wieder im Mittelfeld. Komm über außen hier. Taft, komm mal mit. So, mal. Der kann einen mal flanken, wa? Plätt mit der Flanke und jetzt macht er rein. Dagfu! Da kommt er unbedrängt zum Kopfball. Da ist Plätt einmal mit nach vorne gegangen, kann die Flanke bringen und Dagfu steht da goldrichtig. Jetzt haben wir es aber auch erzwungen. Jetzt haben wir so viele Chancen gehabt und Plätt kommt da einmal gut durch. Dagfu steht gut, der Abwehrspieler verschätzt sich. Und dann ist er ein bisschen auch verdeckt, der Kopfball hier. Durch die beiden Abwehrspieler durch. Na, Tormann war in die andere Richtung unterwegs.
Genau so muss ein Stürmer stehen. Ne? Hat er genau gewusst, wo er stehen muss, wenn der Ball kommt. Und dann macht er die Bude. 1:0 in der 34. Spielminute. Zwei Minuten Nachspielzeit. Das habe ich zum ersten Mal auch hier vom Stadionsprecher gehört. Bzw. habe ich es mitbekommen. Okay, Chambers, er bleibt dran. Es ist gut, wenn die Spieler hier bissig in die Zweikämpfe reingehen. So wie jetzt hier nochmal. Kann er gehen. Der Ball. Ach, jetzt war er aber hauchdünn im Abseits, oder? Ja, gut, doch ein ganzer Meter. Da hat der Verteidiger gut aufgepasst. So, wenn wir jetzt mit dem 1:0 in die Pause gehen könnten. Oh, das ist schon gut. Okay, ja, schade, wäre vielleicht nochmal ein Konter draus geworden. Aber verdienterweise 1:0 zur Halbzeit. War ein gutes Spiel. Wir haben schöne Chancen gehabt, nach hinten nicht so arg viel zugelassen. Wir haben auch relativ wenig Fehler gemacht heute. Was ich ganz gut finde. Ganz gut finde, ja, völlig falsch betont, der Satz. So, als wenn ich abgelesen hätte. Okay, 33. Minute mit dem 1:0. Vielleicht sehen wir es jetzt direkt nochmal hier im... Nee, das war nur das Foul. Okay, wir werden es dann nachher in der Spielzusammenfassung nochmal sehen. Jetzt gehen wir erstmal in die Pause. Und unverändert zurück. Scunthorpe, wir haben es geschafft, Scunthorpe nicht einmal auf unser Tor schießen zu lassen bislang. Wenn es so bleibt bis zum Ende, wäre natürlich extrem gut, aber ich würde nicht drauf vertrauen. Schade. Ich denke mal, Scunthorpe wird sich noch das eine oder andere überlegen hier, was sie machen könnten. Ich meine, sie stehen ja nicht so nicht ohne Grund da auf Platz 2 aktuell in der Tabelle. Puri kann sich die Kugel schnappen. Plett. Nein! Plett hat Spiel für Spiel seine Chancen. Aber im Abschluss hat er es einfach nicht drauf. Jetzt hat er sich gut durchgesetzt. Und der Schuss geht dann wieder 2 Meter am Tor vorbei. Plett, dem würde ich auch mal ein Tor gönnen, so langsam. Der hat jedes Mal seine Chancen. Die arbeitet er sich auch immer gut. Jetzt in der Situation war er auch gut mitgegangen. Hat er gut aufgepasst, wie so die Spieler laufen. Leider hat es dann wieder am Abschluss gehapert. So, Smith passt auf. Gut. Und der Befreiungsschlag. So, jetzt wird mal Zeit für einen Wechsel, glaube ich. Wir nutzen den Einwurf jetzt einfach aus und schauen einfach mal direkt rein hier, wen wir wechseln könnten. Fletcher. Fletcher bietet sich ja an eigentlich. Jetzt können wir gucken, hier Puri oder... Puri ist ja hier noch gut. Parslow. Wir machen was anderes. Ich nehme mal Parslow raus und lasse dafür Clay spielen. Genau, und Fletcher lasse ich jetzt erstmal ein Momentchen noch draußen. Ich überlege, ob ich Fletcher dann vielleicht im Sturm bringe. Was jetzt? Abseits, Oye Banyu? Nein. Ach, Oye Banyu, pass doch auf. Ja, 4 Mann waren da jetzt im Abseits, ja? Oh ja, geile Mart. Aber gut, jetzt haben wir Zeit zum Wechsel. Das ganze Hauptwechsel auch nochmal. Mal gucken, ob er... Ja, Parslow, der hat er ist viel gelaufen heute. Sah aber in seinen Aktionen nicht immer so glücklich aus. Vielleicht kann der Clay was besser machen. Wäre aber fast mal ohne Ball losgelaufen hier. Chambers, Platt, Puri. Der hier keinen zum Spielen hat. Oye Banyu, Clay. Einfach mal geschossen. Ja, warum nicht? Dagfu, Plett.
Platt mal wieder. Also wenn einer schießt, auch mal aus einer Distanz, dann ist es meistens Platt und der Schuss war gar nicht mal so schlecht. Da hat sich der Tormann anstrengen müssen. Der wäre sogar aufs Tor gekommen. So, jetzt hier Eckball. Leider ist Fletcher noch nicht drin. Aber vielleicht finden wir ja auch so einen, der... Clay versucht es einfach mal aus der zweiten Reihe. So, jetzt musste mal einer mit zurücklaufen hier. Ingham macht den Neuer. Ach ja. Ja was? Meter weit war im Abseits da gestanden. Der Pass kam aber auch zu spät hier von Ebanyo. Hopp vor die Kugel, ja. Das ist Plätt. Und das ist Dagfu. Ja. Okay, ich muss jetzt gleich, glaube ich, Wechsel machen. Muss ich Wechsel machen. Abseits. War auch Abseits. Nee, war kein Abseits. Okay, wir machen nochmal einen Wechsel. Heute gibt es nur In-Game-Wechsel. Passt mal auf. Jetzt muss ich hier mal. Pass auf, jetzt mache ich einen Doppelwechsel. Chambers raus, Fletcher rein. Ebenfalls Cresswell. Heute mal wieder für Dagfu. Dann nehmen wir jetzt alle Wechsel vor, die wir wechseln können. Und mal gucken, ob hier in der Endphase des Spiels vielleicht noch was geht. Ich will auch nicht Gefahr laufen, plötzlich noch ein Tor zu kassieren. Wir schicken hier mal Oyebanyo. Dagfu. Und der kann Montrose. Ah. Fast wäre Montrose da zum Schuss gekommen. Betonung liegt auf fast. 10 Minuten noch zu spielen. Aus. So, jetzt unser Wechsel. Doppelwechsel. Fletcher kommt jetzt für Chambers und Dagfu geht auch raus und für ihn kommt Cresswell jetzt in die Partie. Dagfu hat sein Tor gemacht. Mal gucken, ob Cresswell, dem habe ich jetzt ja ein paar Spiele Pause mal gegönnt, ob er vielleicht die Pause genutzt hat und im Kopf... Okay, Fletcher. Fletcher kommt immer rein und macht erstmal Fehlpass. So, jetzt gibt es einen Foul hier. Ach, im Mittelfeld Plätt. Na, kommt er ein bisschen zu spät. Plätt, der auch zweimal aufs Tor geschossen hat heute. Und der zweite war richtig knapp, sage ich jetzt mal. Da hat der Tormann wirklich alles zeigen müssen, was er kann. Clay. Er würde gerne es abseits. Schade. Cresswell ist ja nicht der Schnellste. Das ist so ein bisschen sein Manko. Cresswell ist kein schneller Spieler. Und deswegen kann ich solche Sachen eigentlich auch nicht machen mit Cresswell. Muss er immer anspielen. Ah, und dann so ein bisschen als Prellbock benutzen. Montrose holt sich die Kugel, jawohl. Und spielt weiter mit, gut. So, mal über außen hier. Taft. Kann er nicht verlängern, nein. Na, ah, da wollte ich jetzt schnell wieder nach vorne spielen, den Ball. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Oyebanyo macht da eine echt gute Partie. Er ist da auf recht, in der rechten Verteidigung echt ein Fels heute. Da ist kein Vorbeikommen. Und McGurk macht seine Sache auch gut. Plätt. Cresswell. Spielen wir jetzt schön locker aus hier. Puri. Montrose. Platt. Nein, da wollte ich nicht hinspielen. Da, nein, da wollte ich... Oh Mann. Nochmal so ein riesen Ding hier am Ende. Wo ich wäre fast zum Top... Und ich spiele es aus. Ich glaube, wir haben uns ein kleines bisschen unter Wert verkauft heute. Wir hätten durchaus 2 Tore noch machen können. Die Chancen waren da. Mehr in der ersten Halbzeit
nicht so konsequent in der zweiten Halbzeit. Letztendlich ist es 1-0 aber wirklich ein gutes Ergebnis. Wir haben gegen den direkten Mitkonkurrenten hier gewonnen. Zu Hause. Endlich mal zu Hause auch gewonnen. Und gut gespielt vor allem. Hier Doug Fu, zwei, drei gute Chancen gehabt. Hier hat einmal der Tormann gut pariert. Da der Ball ging an den Pfosten, ja. Das war dann das Tor. Da hat er seine Chance dann endlich mal genutzt. Mit der 1-0-Führung. Und ich glaube wirklich, dass Scunthorpe nicht einmal auf unser Tor geschossen hat. Wir werden es jetzt gleich in der Statistik nochmal sehen. Hier nehmen wir mal Platinum. Das war ein sauberer Schuss. Da streckt sich der Tormann und kriegt die Kugel noch. Das Publikum hat schon mit allem gerechnet. So, wir werden jetzt sehen hier, Scunthorpe wirklich kein Schuss und kein Schuss aufs Tor zusammengebracht in den ganzen 90 Minuten. 14-37 Zweikämpfe, also auch die, wir haben das Spiel dominiert. Ja. So, Spielerwertung. Hier. Montrose mit einer 8,1. Ja, wir haben das Ding defensiv, sind die einfach nicht durchgekommen. Da haben sie sich totgelaufen. Doug Fu mit einer 7,7. Plett mit einer 7,4. Ja, Plett hätte ich wirklich ein Tor gegönnt. Und Oyebanyo mit einer sauberen 7,6. Kannst du echt nicht sagen, war ein gutes Spiel. Also finde ich zumindest. Haben wir gut hinbekommen. Und damit müssten wir jetzt das Ganze auch sogar in der Tabelle überholt haben. Und mindestens auf Platz 2 vorgerutscht sein. Ja, genau so sieht's aus. So sieht es aus. Wir sind jetzt Tabellenzweiter. Mit 19 Punkten. Und im nächsten Spiel weiß ich gar nicht, wer der Gegner ist. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht viel, was ich hier jetzt noch ändern könnte. Transfer, meine Scouts haben irgendwie nichts Neues zu berichten. Ich kann hier mal gucken in den Jugendstab. Scout anheuern, Scout anheuern, Scout anheuern. Ja, die kosten, glaube ich, 50.000. Ich habe so viel Geld habe ich nicht mehr. Ich müsste höchstens mein Budget erhöhen, um nochmal pass auf, ich möchte gerne. Meinst du, ich krieg mal so 200.000? 400.000? Ich pucke einfach mal hoch und frage mal, ob ich 450.000 bekomme hier. Ja, 450.000 würde ich gerne haben. Und ja, 54.000. Und ich würde gerne ja, die obere Tabellenhälfte da. Naja, das kann ich hier leider nicht mehr garantieren hier. Die Runde der letzten 32 erreichen. Aber die obere Tabellenhälfte sollte drin sein. Und vielleicht, wenn sie mir noch ein bisschen Geld geben, kriege ich ja mal einen Scout. Keine Ahnung, habe ich schon nie ausprobiert hier. Ja. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Es gibt heute vielleicht mal eine kürzere Folge wird es nicht geben. Ich werde schon so schneiden, dass ich wieder auf meine 25 Minuten komme. Mein Aufruf aus der letzten Folge gilt auch immer noch. Wenn ihr meint, ich könnte die Folge noch ein bisschen länger machen oder noch ein bisschen kürzer halten, gebt es mir einfach mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare rein. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Heute mal wieder ein Sieg. Ich hoffe, wir können es dann auch in der nächsten Folge so weiter fortsetzen. Ich bedanke mich bei euch und sage bis die Tage. Ciao, ciao.